In der ersten Frage ist, was hältst du von Aufständen? Aufständen finde ich gut, weil dadurch zeigen wir Menschen, die gegen uns sind, was wir führen. Was mir dazu einfällt, ist Protestieren gegen Sachen auf der Straße. Also ich würde es so interpretieren, dass es sowas wie eine Demonstration gegen etwas ist. Ja. Zum Beispiel gegen Krieg. Ich würde es so beschreiben, dass es eine Veränderung ist. Ins Positive, nicht immer, aber meistens. Revolution, darunter verstehe ich, dass man Sachen verändern will und es durch eine Masse an Menschen, die ihrer Überzeugung nach halt für etwas Besseres kämpfen. Was würdest du gerne verändern wollen? Vieles. Also ist das jetzt eine Frage oder soll ich mehrere Sachen beantworten? Es gibt viele politische Themen, die mich halt so seit Jahren schon interessieren, sowas wie zum Beispiel der Klimawandel. Was ich mitbekommen habe, ist zum Beispiel ganz groß für Schüler und Jugendliche Fridays for Future, dass sie auch extra die Schule schwänzen, um an der Demonstration teilzunehmen. Weißt du, was eine Demonstration ist? Ja. Also das ist halt, wo Leute auf der Straße gehen und zum Beispiel für was sich einsetzen. Ich würde auf jeden Fall gegen das Thema Rassismus und auch gegen das Thema Armut eine Revolution starten. Na, dass jeder Mensch, egal ob er schwarz, weiß oder orange ist, die gleichen Rechte hat. Für die Freiheit der Menschen, also dass Menschen frei sein dürfen und das ausleben dürfen, was sie wollen. Also ich würde gerne wollen, dass man sowas einführt wie ein Fridays for Future, aber Monday Against War oder Monday for Peace. Sowas wie Menschen treffen sich an Orten, wo sonst Krieg herrscht, Zivilisten, ganz viele, Gaza, Syrien, und man ist dort und man lacht, man isst zusammen, man ist einfach da. Ich würde vieles anders machen wollen und dass man sich auch nicht immer, dass man keine toten Menschen und kein Leid braucht, um auf denselben Nenner zu kommen. Würdest du sagen, dass eine Revolution etwas Gutes ist? Kommt drauf an, wer sie machen möchte und mit welcher Absicht, also welches Ziel dahinter steht. Revolution kann ja auch Erneuerung für etwas Schlechteres sein, was für die Masse der Menschen sozusagen betrifft. Deswegen kann man das jetzt nicht so pauschalisieren, aber an sich ist Revolution, wenn es gegen Unrecht ist, gegen Unterdrückung, dann auf jeden Fall. Wenn dir das Thema Klimawandel so wichtig ist, warst du schon mal bei Fridays for Future? Ich war einmal drauf gewesen, ja. Und wie hat es dir gefallen? Ja, war gut, dass viele, auch viele jugendliche Menschen sich halt dafür so engagieren, dass halt endlich mal was auf dieser Welt bewirkt wird. So, welche Eigenschaften sind dir denn so wichtig, um so eine Revolution erfolgreich durchzuführen? Zusammenhalt, Stärke und Mut. Okay, wieso diese drei Eigenschaften? Weil sie wichtig sind, um andere Menschen dazu auch zu begeistern, mitzumachen. Und geht es um unser Wohlergehen, wird die Lage unangenehm. Denn für Recht und Wahrheit werden wir gerade stehen. Kannst du es gerade sehen? 36 Schüler gleich 72 Fäuste, die wir heben. 36 unterschiedliche Menschen, doch denselben Groll, den wir hegen. Und deswegen stehen wir auf, gehen wir raus, sind wir laut, bis etwas anders ist. Wir können uns alles nehmen, doch unsere Stimme bleibt. Aus einem einsamen Ton wurde ein gewaltiger Schrei. Am Anfang war ich ein einziger Kiesel, doch gemeinsam sind wir ein riesiger Stein. Mit 15 hat sie es gemacht, worüber vor 20 Jahren jeder geredet hat. Greta hat ganz alleine eine Bewegung erschafft und sie hat es geschafft. Freitags schien auf dem ganzen Globus Menschen für die Welt. Egal ob groß, klein, schwarz, weiß, arm oder reich. They woke up to help. Deswegen stehen wir auf, gehen wir raus, sind wir laut. Deswegen stehen wir auf, sind wir laut. Deswegen
Ich weiß jetzt, was Revolution ist. Das ist doch sowas wie, zum Beispiel hier gab es ja auch in Deutschland das mit dem Mauerfall. Das war eine Revolution, aber eine friedliche. Und wir wollen ja auch eine Revolution starten.